ganz generell würde ich jedem Motorradfahrer so ein Training empfehlen, egal wie viele Kilometer er schon gemacht hat. Einmal vorher reingegriffen, jawohl, Druck da, Druck aufrecht halten. 1,6 mm Mindestprofiltiefe. Also ich habe mich für das Training angemeldet, um in Notsituationen besser reagieren zu können. Ich habe schon mal ein Fahrsicherheitstraining gemacht und weil es so viel Spaß gemacht hat, habe ich auch noch mehrere Trainings im Sommer drangehängt. In dem Training werden unter anderem Prävention gegenüber Unfallursachen trainiert, wie der tatsächliche Umgang mit Geschwindigkeiten und Bremsen von Motorrädern, grundsätzlich falsche Sitzposition, aber eben ganz, ganz klassisch auch die Handhabung des Motorrades. Die meisten Motorradfahrer lernen ihr Motorrad hier in den ABS-Regelbereich zu bremsen und in der Lage zu sein, das Motorrad auf einem schnellen, kurzen Weg sicher zum Stehen zu bringen. Das ist immer ein Aha-Erlebnis. Auf dieser Strecke. Kennenlernen der Coven-Stile. Legen, drücken, Vorstufe, hängen. Man sollte es auf jeden Fall einmal im Jahr mitnehmen. Einfach um an Dingen zu feilen, für die man sonst gerade im Straßenverkehr weder die Zeit noch die Gelegenheit dazu hat. Und laufen lassen, ne? Vorsichtig dosiert, dann kommt die Bewegung und du hältst hier einfach nur dagegen. So geht Bremsen in der Kurve. Vor allem nehme ich mit, dass ich weiterhin mit viel Respekt unterwegs bin, aber keine Angst zu haben brauche.